Hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Kingdom Come Deliverance. Und wir sind hier in Neuhof, wo uns der tote Andreas gesagt hat, dass dort am Pferdehof doch nochmal eine Quest zu erfüllen ist. Und das wollen wir doch dann auch tun, oder? So, dazu müssen wir mit ihr reden. Hättest du jemanden, der in Pribislawitz als Stallbursche für mich arbeiten könnte? Hm. Kann schon sein. Aber wir kommen nach dem Überfall gerade erst wieder auf die Beine und ich brauche meine Leute. Wobei, Mark, dem könnte es gut tun. Er ist nicht mehr er selbst und starrt ständig auf den Boden, als würde er noch die toten Pferde sehen. Ich fürchte, hier zu sein ist nicht gut für ihn. Aber ich kann ihn niemandem anvertrauen. Sei unbesorgt, ich werde mich um ihn kümmern. Und ich brauche wirklich dringend einen Pferdekenner. Es wird ihn aufmuntern, diese Geister hinter sich zu lassen und sich wieder um die Pferde zu kümmern. Er ist ein kluger Bursche und liebt diese Tiere. Aber wer übernimmt seine Arbeit hier? Ich kann mir keine neuen Arbeiter leisten. Doch, kannst du. Glaub mir. Du weißt, dass es das Beste für Mark wäre. Nach dem, was du sagst, könnte er hier seinen Verstand verlieren. Oh je. Es wird ohne ihn schwierig werden, aber du hast recht. Nun gut, du hast mein Einverständnis. Mark kann mit dir gehen, wenn er denn will. Brauchst du bei irgendwas eine helfende Hand? Allerdings. Nach allem, was passiert ist, weiß ich kaum, wo mir der Kopf steht. Ich muss aufräumen, neue Stallburschen einstellen. Nur wofür, frage ich mich. Es ist hoffnungslos. Niemand wird mehr von mir kaufen. Unser bester Kunde war Herr Divisch von Thalmberg. Er hat gut für unsere Pferde gezahlt. Aber nun, da mein Mann ermordet wurde, kauft der hochverehrte Herr nicht mehr. Obwohl wir immer noch ausgezeichnete Pferde haben. Warum kauft er dann nicht mehr? Ich weiß nicht. Aber vielleicht findest du es heraus. Nimm unseren Apfelschimmel und führe ihn Herrn Divisch vor. Er ist ein stattlicher Hengst. Etwas wild, aber schnell wie der Wind. Warum ich? Und nicht du selbst oder ein Stallbursche? Ich brauche alle Stallburschen hier. Und außerdem hört der hohe Herr eher auf dich. Ich vertraue dir eben. Du könntest bei einem Rennen antreten. Bei einem Rennen? Ist das dein Ernst? Ich bin doch nicht übergeschnappt. Ich habe noch etwas Würde übrig. Nein, nicht du selbst. Ich meine ein Pferderennen. Und vom Gewinner kauft Herr Divisch dann. Ach so. Und ich dachte schon, ich soll mit meinen klapprigen Beinen schneller als die jungen Hüpfer rennen. Gut, ich frage Herrn Divisch. Vielleicht erfahre ich, warum er nichts mehr kauft. Das wäre furchtbar lieb von dir, Junge. Bitte entsende meine besten Grüße. Mach's gut. So. Nett, dass sie sich auch nicht dran stört, dass ich da jetzt einfach mal sie geweckt habe. So. Oh. Das ist die Schatzkammer. Ist das Mark? Komm, lass das Mark sein, das wäre ganz nett. Nein! Gott sei mit dir, Heinrich! Das ist nicht Mark. Ist das Mark? Jakob? Wirkst du mich? Hau ab! So. Machen wir es anders, ein bisschen die Zeit verdrehen. Da ist er. Ach, das Rotschopf.
grüß dich, Heinrich. Grüße zurück. Okay. Der andere ist schon hier irgendwo. Meine Fresse, wo ist denn der Mark jetzt schon wieder hingelaufen? Mark. Wie geht es dir, Heinrich? Mir würde es deutlich besser gehen, wenn ich wüsste, wo der Mark ist. Oder hat er sich hier drin nur einmal umgelegt? Himmel, pass auf, wo du hingehst. Jakob, Botschaft. Holy crap. Gut, das ist der Schimmel, den sie meinte. Gucken wir mal, ob der hier unten ist. Da ist ein Dorfbewohner. Hier ist niemand. Da ist niemand. Ja, super. Ich habe ihn verloren. Wenn ich Glück habe, ist er das. Hallo. Ah, geht er. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Indem du für mich arbeitest. Es freut mich, dass hier wieder Normalität einkehrt. Wie kommst du zurecht? Einigermaßen. Was ist los? Hast du jene Nacht noch nicht verdaut? Nicht wirklich. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich noch immer das Blut. Und diese Bastarde sind ein Fluch. Wo ich auch hinsehe, erblicke ich Kadaver. Ich will fort, weit weg von hier. Aber wohin nur? Nirgendwo anders kenne ich jemanden. Ich kann dir helfen. Ich brauche jemanden für die Pribislawitzer Stelle, der sich mit Pferden auskennt. Und wie ich höre, kennst du dich sehr gut aus. Du würdest mich dort anstellen? Aber ist es dort sicher? Sei unbesorgt. Alle Banditen und Kumanen, die wir nicht getötet haben, sind panisch aus den Wäldern geflüchtet. Und es leben nicht viele Menschen dort. Wenn du also lieber mit Pferden sprichst... Haha, Pferde können nicht sprechen. Aber... Zuerst musst du Sora fragen, ob sie mich gehen lässt. Ich habe sie schon gefragt. Sie hat ja gesagt. Sie lässt mich gehen? Wirklich? Gut, ich gehe. Hab Dank. Alles Gute. Bitte sehr. So. Wo auch immer du dich rumgelümmelt hast. Ja. In die Talenberge Stallungen. So. Das können wir ganz easy machen. Indem wir eine Schnellreise machen. Ich
Ich finde es immer noch so geil, dass der Andreas, der Wirt von hier, dieser Schenke, der eigentlich aufgehängt wurde, wieder lebt. Doch nicht aufgehängt worden, war ein anderer. Der hier ist vom Neuhofer Gestüt. Gib bitte gut auf ihn Acht. Steht ein bisschen ungünstig, aber naja. So, Herr Divisch. Ja, hier sind sie nicht. Dann sind sie wahrscheinlich oben. Hier nicht, dann hier. Ja. Gott segne dich. Was betrübt dich? Mein Herr, ich bringe Grüße von Smils Witwe Sora vom Gestüt in Neuhof. Sora. Arme Frau. Ihren Mann auf so eine Art und Weise zu verlieren. Was kann ich für sie tun? Sie entsendet ihre besten Grüße und fragt, wenn du erlaubst, warum du in Neuhof keine Pferde mehr kaufst. Ich kaufe meine Pferde jetzt in Uschitze. Nichts gegen Sora und ihre Leute. Aber es ist offenkundig, dass sich das Gestüt nach der Tragödie nicht mehr erholen wird. Ich bin nicht geneigt, meine Rösser von einem Gestüt zu beziehen, das von einer Frau geleitet wird. Gewiss verstehst du das. Die Stallmeisterei ist Männersache. Aber sie ist eine Witwe und hat keine andere Möglichkeit, sich zu versorgen, Herr. Würdest du dir ihre Pferde wenigstens ansehen? Das mag schon sein. Doch es scheint mir allzu trist. Wir veranstalten ein Pferderennen. Und wessen Pferd besser abschneidet, von dem kaufe ich. Ich hoffe, du trägst die Farben Neuhofs. Sieht ganz so aus. Ich habe das Pferd schon ausgesucht. Ausgezeichnet. Berichte meinem Stallmeister davon. Indessen überbringe ich die Kunde an die Reiter anderer Stelle der Gegend. Das wird ein richtiges Ereignis. Alles Gute. Ja, also jetzt kein Ding, hoffe ich, ne? Ich sprich mit dem Stallmeister. Da ist er ja. Was soll das? Hey. Verdammt! Hey, pass auf! Dich merke ich mir! Hey, pass etwas besser auf! Gott sei mit dir, Heinrich! Wie soll ich denn mit dem reden, wenn er da festbackt? Probieren wir es mal so. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo der genau sitzt. Oder pennt, eher gesagt. Stallmeister. Scheiße, geh weg!
also noch nicht wahr. So, da ist er wach. Und ist noch nicht hier hinten fest. Gut, dann ist er für wahrscheinlich. Willkommen, Heinrich. Keine Ahnung, wo er ist. Ist er das? Nee. Normaler Dorfbewohner. Oh, er ist drin. Okay. Wie geht's? Herr Divis schickt mich wegen des Rennens. Rennen? Ja, ich soll dir ausrichten, dass er ein Pferderennen veranstalten will. Er selbst wird die anderen Reiter und Ställe benachrichtigen. Hm, wohl wahr. Die Tallenberger Strecke ist schon lange keiner mehr geritten. Die Leute brauchen etwas Aufmunterung. Aber was hast du damit zu tun? Sora schickt mich. Sie möchte erreichen, dass der hohe Herr die Pferde bei ihr kauft. Sora? Sie ist vom Neuhofer gestillt, nicht wahr? Ja. Ich hoffe inständig, dass du für sie gewinnst. Nach all dem Pech verdient Sora etwas Glück. Kennst du eigentlich die Regeln? Nein. Wir erklären dir vor dem Start, wo die Pfähle stehen und in welcher Reihenfolge du sie erreichen musst. Es gibt keine feste Strecke. Du kannst deinen Weg selbst wählen. Dafür sollte man die Landschaft gut kennen. Du musst von jedem Pfahl ein Band erbeuten. Sobald du alle hast, reitest du zurück. Wenn du als Erster zurück bist, gewinnst du. Verstanden? Jo. Verstanden. Nun gut. Aber so ein Ereignis braucht Zeit, bis es geplant ist. Bring den Apfelschimmel morgen Mittag zum Tor des Burgvorhofs. Dort ist der Start. Gut, danke. Möge Gott mit dir sein. Morgen Mittag, ja? Zum Glück verliere ich keine Energie oder so. Komm, ein bisschen vorspulen muss ich schon noch. Wie geht es dir, Heinrich? Ja, wann geht's denn los? Gott sei mit dir, Heinrich. Das ist unser Publikum, oder was? Und jetzt gib mir doch einfach nur Bescheid, wo ich hinreiten muss.
Tja, heißt es wohl warten. Und warten. Und warten. Ist das der Hans Kappern? Mit anderen Klamotten? Aha. Willkommen bei dem die besten Reiter und Gestüte der Gegend um den ersten Platz kämpfen. Das Schicksal und Glück verhelfen heute niemandem zum Sieg. Nur Pferdeverständnis, Landschaftskenntnis und ein scharfer Verstand. Aber genug der Worte. Werte Teilnehmer, macht euch bereit. Achtung! Fertig! Los! So, wir nehmen die berüchtigte Querfeldeinstrecke. Gott, dieses Pferd ist ja im Vergleich zu meinem Gaul ziemlich schnell erschöpft. Dramatische Musik, ey. Das ist jetzt auch nur ein Pferderennen, ja? Und nichts, What the fuck? Wie geht es dir, Heinrich? Ja. Holy shit. Mann, dieser Gaul ist so lahm. Ja. Vielleicht nicht ganz lahm, aber ja, probieren wir es mal hier, ob wir hier abkürzen können. Wenn es denn was bringt.
Mann, nee, dieser Gaul. Ja. Reut schneller! Die anderen sind uns bestimmt dicht auf den Fersen. Steinbruch. Boah, die sind echt. Die sind ja echt nah. Vor allem der erste, ey. Krass. Der ist mal richtig schnell unterwegs, der Arsch. Startpunkt zurück. Ja. Nichts leichter als das. Da hinten reitet er, der Erste. Ah, das ist uns egal. Wir sind gleich in der Ziellinie. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und da kommt unser Gewinner. Beeindruckendes Rennen, Heinrich. Und auf einem Neuhofer Pferd. Ich muss wohl doch überdenken, wo ich meine Rösser erwerbe. Du wirst also bei Sora deine Pferde kaufen? Ich wäre verrückt, täte ich es nicht. Du hast mir den Wert ihrer Pferde bewiesen. Bitte überbring ihr die Nachricht und meine Grüße. Hab Dank, mein Herr. Ich überbringe ihr deine Nachricht. Aber diesmal mit dem richtigen Pferd. Genau, mit Schlachtross. So. Ja gut, das jetzt noch zu machen. Also easy. Nur noch mal schnell darüber reiten. Wieso reite ich eigentlich nach Uschitze? Ist mir jetzt mal gerade so aufgefallen. Was wollen wir in Uschitze? So. Aber haben wir einen kleinen Umweg genommen. Aber schaffen wir es noch vor Einbruch der Nacht? Das wäre klasse. Dann müssen wir nicht nochmal einen Tag verschwenden. Willkommen, Heinrich. Hallo. Ja. Wir könnten die aber auch mal wieder eine andere Musik spielen als diese Trauermusik.
Beim Pferderennen war einiges los. Es ist vorbei? Dann sag schnell, wie ist es gelaufen? Hm, nicht gut. Es war furchtbar. Sora, mach dich aufs Schlimmste gefasst. Mutter Gottes, was soll ich bloß tun? Du wirst ab sofort richtig anpacken müssen. Herr Divisch möchte deine Pferde kaufen. Du Ratte, ich sollte dir den Hals umdrehen. Solche Scherze macht man nicht mit Frauen meines Alters. Glückwunsch, Sora. Hab Dank, Junge. Wie kann ich mich nur erkenntlich zeigen? Warte, ich weiß. Du bekommst den besten Sattel der ganzen Provinz. Smil ließ ihn in Kuttenberg anfertigen. Großartig, danke. Hab vielen Dank, Sora. Ich habe zu danken, Junge. Auf bald. Edler Sattel? Echt? Satteltasche, Pferd. Freizeug. Feiner Sattel. Okay. Nehmen wir den. Der hat nämlich echt weniger Gewicht. Das Zaumzeug. Haben wir drin. Bündliches Zaumzeug, Ritterraumzaumzeug, edles Zaumzeug, okay. Ich sehe da generell keinen Unterschied, aber naja, irgendwo wird es bestimmt eins geben. Gut, Kinders. Dann haben wir das Rennen erfolgreich bestanden. Es bleibt nämlich nur noch eine Quest und die ist hier hinten in Sasau. Dann sehen wir uns. Bis dahin, ciao.